jeden Fall interessant. Und ich weiß nicht wirklich, wie das Ziel umzusetzen sein wird dann. Hier ist jedenfalls die Cola. Spitzhacken. Da ist mir eher ins Wasser gefallen. So. Lapp und weiter geht's. Mit edelstem Dirt. Nee. Stein. Wie komme ich jetzt auf Dirt? Ich weiß nicht, warum ich das gerade tue. Das Gesang, vor allem, das glaube ich nicht wirklich zur Melodie des Liedes aus der Playlist passt. Ja, da oben steht eine dicke Kuh rum. Ist natürlich sehr sinnvoll so. Was genau mindestens genauso sinnvoll ist, ist die Tatsache, dass ich den Weg hier nicht gleich mitgemacht habe. Also wirklich. So passt das. Das können wir ja auch so machen dann hier gleich. Wo ist Eisen? Nehmen wir natürlich gleich mit. Das war wenig Eisen. So. Und weiter geht es. Oh, da unten ist Kohle. Muss ich mir eigentlich auch holen. Ja, zumindest. Die unterm Weg liegt. Wäre auch mal interessant zu wissen, ob hier unten gleich auch der richtige Boden genommen wurde von mir. Nein. Nicht schön. So. Besser. Und im Endeffekt kann man hier jetzt eigentlich auch gleich noch irgendwas mitmachen, hier was immer. Ich war ja eigentlich doch schon quasi den gesamten Weg gerade vor.
drüber. Ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Und so also sinnvoll ist auf jeden Fall, dass es Arbeit, die ich dann später nicht mehr mache. Mehr Kobbel, aber da kann man gleich die Mine eh schon angebrochen ist, der Stapel. Da kommen wir hier auch gleich ab. Weiter Damm, Damm, Damm. Und hier ist eh schon fertig. Okay. Dann kann ich auch gleich den Weg hier oben auch gleich frei. Das ist die spannendste Sache, die ich gemacht habe, seitdem ich ja, wobei, ich glaube, ich habe es beim anderen Feld in meinem alten Singleplayer Welt habe ich es definitiv noch mehr übertrieben gehabt. Feld, den ich Members of Day hatte, habe ich diese Konstruktion dreimal nebeneinander gemacht und auf einen riesigen Berg gemacht und dann das dann ging dann von Höhe 70 auf 100, oh Gott, also auf hoch zu, es ging, es war abnormal riesig das Ganze. Hat zum Glück auch nicht geleckt, als man es dann mal benutzt hat. Und jetzt sollte ich hier auf jeden Fall aufpassen, dass ich nicht ein Objekt baue, das das Spiel zum Crashen bringt. Wird auch lustig, dann die ganze Elektronik mit reinzubauen. Aber das werden wir dann machen, das wird wohl anders passieren. Wird. Ich muss mal schauen, bis wie lang es zum Hafen hinter ist. Also zum, ich sag jetzt mal Hafen, da wo halt das, der Ozean beginnt. Weil davon hängt es ab, wie viele Felder ich mache. Also entweder 4 oder 6 pro Seite. Wäre so meine liebste Lösung. Wenn wir 6 machen würden, dann jetzt bei einem Sechstel. Ja, genau, von dem, was mir noch bevorsteht. Das ist ja schon abnormal. Ich habe gerade 8 auch aktiv. Keinen Schimmer, wie viel Zeit ich hier schon dieser Mulde dann verbracht habe. So,
auch jede Menge Schafe, ne? Schlafen wir. Oh, das ist jetzt aber ein Fehler. Ein Fehler. Oh, ich bin noch schon wieder wach. Ich darf nicht mal gehen. Konnten auf Anhieb schlafen. Wir haben das Sandfeld hinter uns gelassen. Ja, aber also das. Nee, also am optisch geilsten wären vermutlich wirklich 6 Felder hintereinander. Oh, nö. Das wird dann doch spaßig. Vor allem die Ebene, wo die Ebene hier oben ist. Ist das die hier? Ne, das muss definitiv etwas weiter runter gehen hier. Also nicht ganz unten. Ganz unten ist, soll hier der Gang zum Einsammeln werden. Am schönsten wäre es eigentlich, wenn man hier quasi genau so drin ist, dass man hier oben. Das wäre schon auch eine geile Perspektive, wenn man hier unten drin wäre. Als Weg halt. Das hätte auch was. Dann schauen, aber hier wäre halt dann doof, wie man hoch und runterkommt. Gerade Strecke, das ist halt ja schon ein bisschen schwierig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und 6 Blöcke tiefer wäre halt schon auch. Also auf der Area will ich auf keinen Fall, dass man geht. Wir sind nämlich nicht in so einem Kessel drin und das wäre eigentlich schon cool, wenn man so in so einem Kessel da durchgeht. Wenn halt wirklich ein bisschen im Trichter ist und halt eine schöne Aussicht auf die Felder hat, das würde ich mir schon ein Stück weit wünschen, dass das dann so aussieht. Aber jetzt habe ich die Idee, dass ich hier hinten mal hingehe und mal schaue, bis wie weit ich das sinnvoll machen kann hier. Nämlich jetzt auch nicht wirklich, was hinter diesem Berg mich erwartet. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24. Das ist die Sparvariante mit 4 Feldern. Ah, und da vorne schon das Wasser. Oh Gott, das wird spannend. Welche Ebene ist denn das Wasser überhaupt? Okay. Also die Zahl 65, nicht die Ebene. Jetzt muss ich dann mal schnell noch hier runter. Warte, ich schreibe, ich habe hier eh Notizzettel. Können wir schon die 65 draufschreiben? Immer einen Notizzettel beim Aufnehmen da haben, das ist ganz wichtig. Es
Das wäre natürlich schon mega mächtig. Allerdings müssen wir hier unten ein bisschen umfunktionieren. Na wurscht. So, ich hab das. Noch so ein Idiot. 16, 20, 24, 28, 32.